Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Littlewood. Wow, es regnet. Das hatten wir lange nicht mehr. Ich habe festgestellt, in Deleons kriegen wir sogar bei uns im Dorf. Oh, ein River Crystal, nice. Und ein Deluca Present, nice. Also den Deleons kriegen wir bei uns, wenn wir hier Käfer fangen, aber Käfer gibt es offenbar nicht, wenn es regnet. Keine Ahnung. Hier ist eine Menge Kram gewachsen. Voll gut. Aber wir müssen die Blumen nicht gießen, weil es regnet. Das ist voll gut. So, nehmen wir dich mal mit und dich mit und dich. Da unten ist übrigens ein Käfer, sehe ich gerade. Hier auch. Okay, das ist nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Blaues Dewcap ist super. Ja, hier könnten auch mal andere Sachen spawnen irgendwie. Nicht immer nur so die Basic-Blumen, aber okay. Meinetwegen. So, hier bist du gespawnt. Und du und du. Und dann bist du neu. Genauso wie du. Rote Dewcaps kriegen wir einfach nicht, ne? Ist einfach nicht. So, füttern wir mal das Piggy. Käfer. Okay. Reichlich. Dann doch irgendwie plötzlich. So, unten rechts war auf jeden Fall noch einer. Der ist hier, jawohl. Ja, keine Dandelions für uns. Schade. Werden wir halt auch niemals bekommen. Einfach nein. Eine Light Fairy, cool. Können wir die dann schon verkaufen? Wie viel müssen wir davon verkaufen? 3 Light Fairies und... Ja, 3 Light Fairies. In der ersten Stufe, dann machen wir das doch gleich mal. Das ist halt alles voll teuer. Ja, das machen wir vielleicht mal später. Wir kochen erst nochmal. Gucken mal, was die so gefuttert haben. Ja. Die sollen mal die Basic-Sachen wegfressen. Da sind halt noch 5 Basic-Gerichte mit drin. 6 sogar. Glaube ich, koche erstmal nicht so viel und lass die erstmal das ganze Ding leer fressen. Und dann sehen wir mal weiter. Das ist ein Gobblenook. Würde ich behaupten. Läuft. Okay, soweit so gut. Dann holen wir uns mal kurz unser Geld aus dem Museum. Dankeschön. Sind die alle in ihren Häusern? Keiner draußen? Unglaublich. Wo sind denn mal die hier? 3 Light Fairies verkaufen wir mal. Lass mich kurz was gucken für... Für den Shop brauchten wir die Fairies nicht mehr, ne? Also für einen Crafting-Workshop. Da waren wir damit durch. Oder? Ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich die Dinge jetzt verkaufe. Wir sie dann doch brauchen. Ne, okay, alles schön. Alles gut. Wie gut. Das heißt, wir können sogar die Wicked Fairies auch verkaufen erstmal. Und müssten dann eigentlich sogar 2 Händler anlocken damit. Müssen dann im nächsten Schritt ein Dragon Fossil und 3 Black Pearls verkaufen und dann die Ribbons. Das haben wir theoretisch alles. Also wenn wir Glück haben und das alles gut läuft, haben wir in 3 Tagen 2 neue Bücher. Das wäre zumindest schon mal was. Wir müssen noch Bricks craften, ne? Für unser Personal Goal, glaube ich. Und wir können mal total Blokoli verkaufen. Der bringt jetzt zwar auch gar nicht so viel. Radish haben wir noch gar nicht verkauft. Das müssen wir auch irgendwo für machen, glaube ich. Ich verkaufe mal 6. So, und dann schnappen wir uns mal irgendwen. Hier, komm mal mit. Ach, wir flirten mit Dark. Das ist so falsch. Das ist so falsch.
Wo wollte ich jetzt hin? Achso, ja. Steine craften. Whippy. Spannend und so. Oh, hier sind noch Käfer. Keine Dandelions leider. Wir einfach mehr als genug davon haben, ne? So, ein paar Erze kann man mal auf Tasche haben, das ist schon okay. Dann können wir die auch gerade noch mitnehmen, wenn die hier schon mal wachsen. So. Schade. Okay, kein Löwenzahn für uns. Schade, schade, schade. Okay, dann machen wir mal die Flatter, würde ich sagen, ne? Aber erst nachdem wir den Coffeeshop aufgewertet haben. Haben wir das schon? Ich glaube nein. Ich denke nein. Korrekt. Nice. Stufe 9. Dann ist er auch in 3 Tagen soweit. Hier müssten wir fertig sein. Jawohl. 20 Eggplants, 20 Goopmelons, get items from 10 Gobbies, 50 Käfer fangen. Na gut, Gobbies ist jetzt nicht so das Thema, die spawnen ja relativ regelmäßig. Käfer fangen ist halt jetzt ein bisschen cancer, aber wir gucken mal nach Holz. Käfer, ne? So. Irgendwo besonderes Holz? Nein. Dann pflücken wir gerade mal auf dem Weg ein paar Weeds, weil wir tatsächlich relativ viele verkauft haben. Oh, da oben ist noch ein rotes Do-Cap. Das ist ziemlich super. Das nehme ich gerne mit. Was wächst denn hier? Ah, da liegt Dreck. Okay, deswegen konnten wir da nicht durchlaufen. Warum kann ich da nicht nach links? Ist da was Tolles? Die Antwort ist nein. Okay, das hier kriegen wir keine Dandelions mehr rum, ne? Das wird einfach nicht passieren. Aber River Crystal könnten wir tatsächlich mal probieren. Wobei, hatten wir davon jetzt genug? Ich glaube, davon haben wir sogar schon genug, aber... Ich meine, dieser eine Drecksfisch da, ne? Das ist unglaublich. Was? Oh, okay. Ich habe voll nicht realisiert, dass der Baum da oben irgendwas gemacht hat. Normalerweise gibt er ja immer ein Geräusch von sich. Hey, Beefort! Du hier. Dann pflücke ich doch mal den ganzen Stuff. Finde ich super. Der gibt tatsächlich auch nochmal Hinweise, wie viele verschiedene Blumen es gibt, aber passt schon. So. Trout, Trout, Trout. Okay, der Baum gibt da Ruhe, das ist super. Wobei wir da gleich trotzdem noch hin müssen. Wie oft einfach hinter dieser Baumspitze ein bekackter Fisch hängt, mit dem man nicht rechnet. Und bis man es dann realisiert hat, ist es zu spät.
Stängel. So. Das hätte schlechter laufen können. Nein, da bringt das einmal nichts. Das machen wir mal so. Na gut. Aber auch hier ist nirgendwo besonderes Holz, ne? Das ist gerade echt hart mager. Dieser Wald ist eine einzige Enttäuschung. Brauchen wir was aus der Dust Cavern? Eigentlich nicht, oder? Also, wo kam der Chomper her? Den habe ich halt voll nicht gesehen. Bin ich auf dem gespawnt? Also wir können hier halt ganz gut Käfer fangen, den Rest brauchen wir glaube ich erstmal nicht. Kisten sind halt auch nie verkehrt. Wenn wir 50 Käfer fangen müssen, dann können wir das genauso gut hier tun. Theoretisch müssen wir auch 3000 Erze meinen, also... sind ja nur 1000 von diesen kleinen Dingern. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob der Dust mit dazu zählt. Wobei wir dann langsam mal so weit sein müssten, oder? Also... wobei, wir müssen gar nicht 1000 von den Teilen machen. Wir hatten ja schon 1500. Also müssen wir nur 500 von den Erzen im Zweifelsfall kloppen. Wo kriegen wir eigentlich dieses Cavern Ward her? Können wir das hier auch statt einem Käfer irgendwie kriegen? Davon brauchen wir, glaube ich, nämlich nur welche. Richtig im Kopf habe, 100% sicher bin ich mir da jetzt nicht. Gott, die 50 Käfer kriegen wir heute fast zusammen, wa? Ah, das da unten ist mir zu riskant mit den Chompern. Da nehmen wir lieber hier noch ein bisschen was mit. Zeit zurückdrehen, die Erze hier mitnehmen und die beiden Käfer, beziehungsweise den einen jetzt noch. Und, wobei, zählt das, wenn wir einen Käfer fangen, aber halt da kein Käfer ist, sondern halt irgendein Random-Item, zählt das trotzdem? Weiß ich nicht. So, Eggplant, Goop Melons und immerhin 32 Käfer, okay. Goop Melons, waren die hier? Waren das die Teile? Ja, nee, das sind Golden Bells. Jello Melon. Waren die Goop Melons doch die normalen Teile? Hier, Goop Melons. Haben wir nur zwei Bäume von? Das ist ja ungeil. Dann pflanzen wir doch da mal einen dritten, wenn wir noch Platz haben. Ja, easy. Kann... ja, hier noch hin, da kann man dann immer noch drunter durchlaufen. Das geht erstmal. Pflücken wir hier gerade noch ein bisschen Stuff. Und dann... nochmal hier rüber. Hier war ja auch einiges reif. Eggplants brauchten wir, ne? Das war der Deal. So,
So, dann ernten wir das alles ab. Waren wir heute schon Käfer fangen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir heute die Masterforge schon aufgewertet? Niemand weiß das. Ich meine, die Folge geht 15 Minuten. Das ist nicht unwahrscheinlich, aber... wir haben in Wirklichkeit den Tag gewechselt. Ja... Haben wir den rechten Käfer? Ich glaube, den blauen haben wir sogar. Das unten ist, meine ich, eine Fairy. Von daher machen wir das total mal so, in der Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt mal Rare Käfer kriegen. Ah. Ist nur eine Chimera? Mist, die haben wir auch schon. Shit. Weißt du, und jetzt finden wir halt drei Stück. Vier. Ach, fick, dieses Spiel, Alter. Ist doch nicht wahr. Es ist schon an Trolling-Level nicht mehr zu überbieten. Craft jetzt aus Prinzip keinen... Was ist das? Moon Orb? Sun Orb? Keine Ahnung. Aus Prinzip nicht. Fuck that. Oh, haben wir nicht irgendwo ein Deluca Present bekommen? Wow, drei Deluca Coins. Ja, okay. Nice. Oh, das sind sogar drei Stück. Sweet. Das ist richtig gut. Dann fehlen uns da nur noch zwei. Wenigstens eine Sache, die geklappt hat. So, das... Na, den Fisch könnten wir sogar brauchen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es trotzdem mal. Blumenfisch, der könnte tatsächlich neu sein. Wir werden es herausfinden, und zwar jetzt. Auf jeden Fall rechts. Er ist neu, sweet. Dann fehlt gar nicht mehr so viel. Es fehlt noch so ein Snoot-Snoot, ne? Da müssen wir auch auf jeden Fall auch mehrere von fangen. Und, was ist das hier? Der Giant Laserfin. Großartig. Das Kevin im Winter, theoretisch, wenn wir ihn nicht vorher irgendwo kriegen. Snoot-Snoot-Dinget habe ich noch nirgendwo gesehen, oder? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da mal die Möglichkeit hatten. Ich glaube, es war mal irgendwo mit dabei, da hatten wir die Master Fishing License, aber noch nicht. Geht hier irgendwas? Das ist fertig. Gute Sache. Ja, Zeit fürs Bett, würde ich sagen, ne? Wie sieht's hier aus? Drei Eggplants, eine Goop Melon. Oh Gott, das wird ewig dauern. Gobbies haben wir auch nicht am Start. Okay, nein. Ja gut, gehen wir schlafen. Hauptsache Dark steigt einfach mal 5 Level auf, kann er machen. Mist, wir haben Lilith total vergessen, weil sie auch irgendwo drinnen geparkt hat. Ja gut, dann jetzt aber. Grand Bookshelf, okay. Flirten wir glatt mal mit dir. Quatschen nochmal mit dir. Das Huhn möchte irgendwas. Ein Slime-Apple. Geht klar. Unser Briefkasten. Immerhin eine Deluca-Coin. Läuft auch. Wir schnacken gerade mal kurz mit Leuten. Das geht schon. So, einmal mit dir, einmal mit dir.
Dann machen wir erstmal hier ein bisschen Dönikens, werten den Deko-Shop auf. Oh, ich sehe da auf jeden Fall mindestens einen neuen Händler. 1000 Drops. Aber ist okay, wir sind auch tatsächlich schon wieder ganz gut Kohle gemacht, auf jeden Fall. So, quatsch mal kurz mit dir. Du kannst mir heute auch gerne mal hinterherlaufen. Fände ich gerade in Ordnung. Build Mode, Lower Destroy. Zack. Zack. Blumengießen. Hey, ho. Dass wir immer noch nicht alle Blumen zusammen haben, finde ich ein bisschen komisch. So, wie sieht's hier aus? Okay, damit sind jetzt nur noch zwei Basic-Gerichte da. Was ist denn das? Das ist Ghost Fruit and Milk. Ich mal vermuten. Sieht so aus. Nee, offenbar nicht. Oder ist das Golden Milk? Ich meine, das Rechte ist doch locker eine Milch, ne? Was anderes haben wir doch da nicht. Also es kann sonst halt nur Golden Milk sein, aber dass wir Golden Milk zum Kochen brauchen, wäre halt auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber farblich, also es ist ja nicht komplett grau, es ist schon so ein bisschen farblich. Es könnte Golden Milk sein, ne? Ja, ist halt nicht. RIP. Dann kochen wir so mal irgendwas. Davon können wir auf jeden Fall... Oh, hiervon können wir halt tonnenweise machen. Wo wir noch keine Masterpieces von haben. Das sollte ich vielleicht auch erstmal durchgehen, dass wir von allem mal ein Masterpiece machen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. So, dann nehmen wir gerade die Ghost Fruits nochmal mit. Da haben wir einfach nicht so viele von. Gießen hier ein bisschen die Blumen. Was Neues gewachsen ist hier leider an. So halb. Nicht wirklich was Neues, aber okay. Wobei. Oh Gott, ging das nicht mal schneller? So. Der einfache Weg zur anderen Seite des Dorfs zu laufen. Mist. Dafür das Gießen verkackt. Fehlen noch voll viele von den roten Blue-Caps, ne? Haben wir davon jetzt inzwischen nicht noch welche? Lass mal gucken. Eins immerhin. Dann packen wir das Ding nochmal hier hin. Jetzt auch mal. Du vermehrst dich ja auch alleine, ne? Wird schon passen. So, dann nehmen wir gerade mal den ganzen Kram hier mit. Zack, zack. Ja, moin. Bitte, danke. Ich glaube, ich möchte auch gerade mal die Blumen hier platt machen. Die sind zwar sehr hübsch, aber nee, gerade nicht so. Okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir dann... Da waren wir heute, glaube ich, noch nicht drin. Einmal die Butze aufwerten. Läuft. Pro forma in den Shop gucken, der aber nichts Dolles haben wird. Korrekt. So, ist tatsächlich nur ein neuer Händler.
Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden. Also ich könnte es jetzt nachgucken. Das kann ich sogar relativ problemlos, um dass die Aufnahme Probleme macht. Oh Gott, Merchant. Warte mal, die heißen Traveling Merchant, glaube ich, ne? Okay, wir gucken einfach mal nach Grand Library. Das finden wir im Wiki. So, und dann sind hier doch bestimmt irgendwo die Books gelistet. Hier, Books. Expand. Achso, nee, wir brauchen aber nicht die Bücher, wir brauchen Traveler Gifts. Okay. So. Der Dude, der hier aufgetaucht ist, das ist der von der Light Fairy. Der von der Wicked Fairy ist nicht aufgetaucht? Dann hatten wir den wahrscheinlich schon. Aber dann verkaufen wir jetzt mal ein Dragon Fossil und 3 Black Pearls einfach. Das ist jetzt total der Deal. Dragon Fossils, Black Pearls. Dann müsste der morgen wiederkommen. Und noch ein anderer mit dazu. Und dann können wir übermorgen jeweils 3 Soul Ribbons und 3 Nature Ribbons verkaufen. Ne, morgen tatsächlich direkt. Und dann müssten die übermorgen eigentlich... Ja, dann könnte das alles irgendwie gut werden, vielleicht. So. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock, in den Wald zu gucken, um irgendwie Holz zu suchen, ne? Aber es hilft ja nichts. Es muss ja passieren. Wenigstens können wir uns... Ah ne, das Käferfang können wir uns auch nicht sparen, weil wir noch 12 brauchen. Ugh. Ich meine, ich finde es einerseits ganz gut, dass halt so viele Ziele irgendwie da sind. Aber ich bin auch ein bisschen froh, wenn wir ein paar davon abgearbeitet haben. Also sie könnten einfach besser verteilt sein, so über einen längeren Zeitraum gestreckt. Wobei ich vielleicht auch ein bisschen selber schuld dran bin, ich ein paar Sachen einfach zu spät angegangen bin. Was wir schon durchaus hätten früher machen können. So, seltenes Holz haben wir hier einfach nicht am Start. Und pro forma ein bisschen Goldenwood mitnehmen. Ah, nee, scheiß drauf. Oder unten ist auf jeden Fall Holz. Ich glaube, es ist nicht das, was wir brauchen, oder? Nee, wir brauchen nicht das Livewood, wir brauchen das Armwood. Also ist jetzt auch nicht verkehrt, aber das ist nicht das, was wir dringend brauchen. Gucken, ob wir noch River Crystals an Land kriegen. Die Antwort ist nein. Nee. Ein Käfer, 2 Käfer, 3 Käfer. Pflücke ich gerade mal ein paar Blumen, wobei wir die, glaube ich, jetzt echt nicht mehr brauchen. Aber, also die roten 6-6, also die andere lasse ich einfach da, wenn wir da jetzt nicht zufällig direkt drüber laufen. Was einfach nicht der Fall ist. Die Scheißbäume, ne? Die werde ich nicht vermissen, wenn wir sie irgendwann los sind. So, noch eine Portion Käfer und holzmäßig geht hier halt nichts. Wow, das... Wow. Ein Traum. Bringt das eigentlich was, wenn ich mit euch spreche? Schenkt ihr mir manchmal Kram? Sonst irgendwas Sinnvolles beizutragen? Offenbar nicht.
Ich würde jetzt gerne in die Duskcavern, einfach um die restlichen Käfer abzufrühstücken. Das geht hier mal relativ gut, wenn wir nicht weggechompt werden. Ach komm schon. Wobei die lange echt nicht mehr ausgewichen sind. Also vielleicht wird das auch mit steigendem Bug-Catching-Level weniger. Oder wir hatten eine Zeit lang einfach nur Pech. Das kann auch sein. Wie viele Wyvern-Flies haben wir jetzt? Auf jeden Fall mehr als genug. So, das sollte an Käfern eigentlich reichen. Gib mir die Master Forge. Okay. Cavern Wards im N+1, das ist ganz okay. Grand Library. Mal gucken, was wir, also welche seltenen Käfer wir heute nicht bekommen. Das Spiel manchmal so sehr, ne? So, ist hier irgendwas mit bei, was wir brauchen? Der... Boah, Dandelions wären halt gut, ne? Aber... Der untere Käfer... fehlt uns, glaube ich, noch. Wir den es nicht bekommen. Deinstalliere ich einfach das Spiel. Treesap, okay, ich bin beruhigt. Zumindest eine Sache, die wir irgendwann brauchen. Und den Root... Ah, den Rootbug haben wir, glaube ich, schon, ne? Dang it! Rootbug kommt mir vom Namen her so bekannt vor. Ich müsste mir halt echt mal irgendwie eine Bilderliste machen, so mit Hilfe vom Museum und den Namen und dem Wiki. Und mir das einfach irgendwie in einer Grafik zusammenstellen, dass ich da mal gucken kann. Wow, hier gibt's nur Scheiß. Wollen wir es trotzdem machen für XP? Nee, sehe ich gar nicht ein. Fuck that. So, Käfer haben wir. Gobbies haben wir lange nicht mehr gesehen, ne? Also vor allem hier auch nicht. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Stuff verkaufen, fällt mir gerade so auf. Wir sind hier nicht fertig. So, und wenn wir den Rootbug jetzt schon haben, wären wir halt mit den Dandelions auf jeden Fall echt besser beraten gewesen. Oh, haben wir ihn nicht? Wir haben ihn scheinbar nicht. Voll gut, dann doch alles richtig gemacht. Treasure Glider. Mookie Mookie. Steel Beetle. Fellbug. Golden Crest. Dusksick. Okay. Das sind noch wie viele? 6 Stück? Ah, nehmen wir ein bisschen. Wie sieht's denn blumenmäßig eigentlich aus? Was fehlt uns denn da noch? Uns fehlt ein rotes, was ist das? Rote Tutsi und ein blauer Fluf? Blauer Fluf. Rote Tutsi, blauer Fluf. Gucken wir mal, rote Tutsi müsste aber spawnen können, oder? Also wir haben da unten Zigzag und die Kombination... Ah ne, uns fehlt... Wait. Haben wir... Haben wir davon echt nur einen Teil? Das ist voll wenig. Ich hätte davon gern ein zweites. Das wäre voll gut. Weil wir halt locker hier oben noch eins hin... Also wir... Deswegen haben wir das auch noch nicht, weil sonst müssen wir es, glaube ich, einfach mal... Ah, da wachsen jetzt aber überall Teile. Ja, dann warten wir morgen nochmal ab und dann pflanzen wir das Ding, glaube ich, einfach mal um. Sonst kriegen wir das andere rote Teil halt nie an den Start. So, laufen wir mal gerade nicht hinterher. Danke.
Und dann gehen wir mal pennen. Oh nice, haben wir jetzt alle Leute auf 30? Weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall eine Menge Leute über 30. Können wir tatsächlich gleich nochmal gucken. Dann sind wir auch bald mit dem Sommer durch. Making Friends, okay. Tell me more. Lilith, ich bin mir nicht sicher, dass das eine große Idee, eine tolle Idee ist. Natürlich ist das eine super Idee. Ich werde jeden offiziell mit dir bekannt machen. Die Leute aus dem Dorf müssen den wirklichen Dark kennenlernen. Wow, der dunkle Zauberer selbst. Also, so wie ich das verstehe, wurdest du von irgendeiner Art Monster-Dingsi aus der Unterwelt besessen? Ich denke, das ist der Fall, ja. Meine Erinnerung ist verschwommen, beziehungsweise ich habe mein Gedächtnis verloren, genauso wie Bench, aber ich würde gern mehr herausfinden. Siehst du da, Leute zu treffen und kennenzulernen ist gut. Ich weiß, es ist schwer, den Mut aufzubringen, mit den Leuten zu sprechen. Aber ich meine, wenn irgendwer was darüber weiß, wie es ist, von anderen als ein Monster wahrgenommen zu werden, dann ich. Hey, ich setze mich jetzt mit dir in die Taverne. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst vor deinen Kräften vorher, aber ja, ich wurde auch schon als Monster angesehen und passe nicht in jede Gruppe, von daher, hey, wir haben alle was gemeinsam, richtig? Ja, ich glaube schon. Gott, ich fühle mich super schuldig für alles, was ich getan habe, aber ich hoffe einfach, dass ihr mir alle vergeben könnt. Ja, scheint, als wäre es nicht dein Fehler gewesen. Das Monster-Dingsi hätte jeden überwältigen können. Ja, du sagst es, Sana. Ich verdiene diese ganze Nettigkeit nicht. Es ist too much. Can't handle the kindness. Dark hat ein Geschenk für uns. Okay, cool. Lass mich mal gerade ganz kurz gucken. Haben wir... Nee, das ist im Journal, ne? Oh, wir müssen mit Duddle immer abhängen und mit Bubsy und mit Mel. Hauptsache Ash ist 51. Und mit Max und mit Iris und... Oh Gott, wer ist denn Arpeggio? Wer ist das? Carefree Traveling Bard. He loves to impress those around him. Den haben wir noch gar nicht, ne? Ah doch, den müssen wir... Also... Aber den haben wir halt... Ist der schon irgendwo bei uns im Dorf? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also wenn der Level 4 ist, müssen wir mit dem interacted haben. Aber wo zur Hölle ist der? Ich habe keine Ahnung. Ich werde das jetzt im Wiki nachschlagen. Ich bin super verwirrt. Und ich schreibe mir mal gerade kurz auf, wen wir noch auf 30 bringen müssen. Oder auf jeden Fall mal leveln müssen. Das ist Arpeggio. Das ist Iris. Das ist Bubsy. Das ist Max. Ash, Alter, Ash können wir bald heiraten. Oh, da haben wir aber auch kurz vor knapp Schluss gemacht, ne? Lilith passt, Sana passt, Tarek passt. Toby haben wir nicht ansatzweise so hochgelevelt, aber mit Toby hatten wir auch noch kein Date. Mel auf jeden Fall noch. Das sind noch voll viele Leute, dang it. Bubsy habe ich schon aufgeschrieben. Dudley noch. So, und der Rest passt. Special Moments. Ah ja, wir brauchen Bubsy auf Level 30, okay. Wir brauchen Arpeggio auf Level 10, wir brauchen Dudley auf 30. Arpeggio und... Oh, hier brauchen wir drei Leute auf 35, okay. Das können wir dann bei Gelegenheit mal angehen. Das ist voll gut, dass man das sieht. Gefällt mir sehr. Ah, hier sind die Traveler Gifts. Okay, hier steht auch einfach, was wir verkaufen müssen. Ich muss 10 Wooden Planks verkaufen? Are you shitting me? 10 Wooden Planks. 3 Wicked Fairies haben wir total verkauft, oder?
Können wir das nicht gleichzeitig machen? Haben wir jetzt schon Sachen wasted? Ich weiß es nicht. Dann haben wir die Black Pearls jetzt total wasted. Aber Wicked Fairies haben wir total zeitgleich mit den anderen Fairies verkauft. Das ist doch scheiße. Ja gut, dann weiß ich zumindest, dass wir das auch nachgucken können, okay. Ja, rip me. Okay, gut, wieder was gelernt nach 50 Folgen oder so. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.